So, ich komme noch mal rein. So, Moment. Moin, ich grüße euch zur nächsten Vorlesung Functional Programming. Schön, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. Meine erste Frage war, wie ist das letzte Übungsblatt angekommen oder das Übungsblatt, das gerade läuft, in dem ihr mit Huffman-Trees umgehen sollt? Ist das zu knifflig gewesen oder war es okay? Jeder zu einer entsprechenden Lösung Huffman-Tree-mäßig gekommen? Da hinten ging gerade ein Daumen hoch. Irgendwie zwei, drei Daumen, noch ein paar mehr sozusagen. Oder war es einfach total unmöglich? Oder hat es geholfen, dass wir das vielleicht mal in Informatik 1 vorher gemacht haben und man sich daran orientieren konnte? Das ist natürlich auch on purpose. Ja? Ansonsten würden wir uns nicht trauen, entsprechendes Assignment hier zu stellen. Der Grund, warum wir das gestellt haben zu dem Zeitpunkt, war natürlich Training für den Umgang mit algebraischen Datentypen. In diesem Fall hat man jetzt einen algebraischen Datentyp aufgebaut, der baumartig war. Ja, Huffman-Trees sind binäre Bäume. Die letzte Diskussion, die wir am letzten Donnerstag hatten, ging auch um algebraische Datentypen. Da würde ich jetzt gerne anschließen. Da war auch ein baumartiger algebraischer Datentyp auf dem Tisch. Aber, lass mal in das File gehen hier, in das entsprechende. Benutzt, um völlig andere Dinge zu repräsentieren und darzustellen, nämlich um arithmetische Ausdrücke über einem Typ A irgendwie zu repräsentieren. Ihr seht schon hier, Lit A hat die Möglichkeit, ein Literal, eine Konstante vom Typ A darzustellen. Später werden wir ein bisschen spezifischer, nicht ganz so polymorph und haben gefordert, dass das A tatsächlich numerisch sein muss, damit wir überhaupt irgendwie sinnvoll baumartig dargestellten Ausdrücken irgendwie Auswertung betreiben können. Das ist nämlich das Letzte, was wir am letzten Donnerstag gemacht haben. Was hier jetzt gerade so orange markiert, das ist ein sogenannter Class Constraint. Den habe ich einfach hier mal so hingeworfen und gesagt, ja, der beschränkt die Polymorphie von dem A so ein bisschen. Das muss numerisch sein, damit wir solche Dinge machen können. Addition oder Multiplikation. Über genau solche Class Constraints wollte ich heute mit euch sprechen. Ja, wo die herkommen, wie ihr die selber irgendwie einführen könnt, wie ihr die ausnutzen könnt, deren Präsenz irgendwie bewerten könnt, ja, warum die wichtig sind. Aber bevor wir das machen, hatte ich euch gesagt, komm, lass uns dieses Beispiel noch zu Ende machen. Das haben wir nämlich am letzten Donnerstag unterbrochen. Lasst uns hier diese arithmetischen Ausdrücke mit einem Evaluator versehen. Haben wir gemacht, alles klar, wunderbar. Ja. Du gibst mir so einen Ausdruck über einen numerischen Typ A. Dann kann ich dir tatsächlich die Zahl A, den numerischen Wert A, der durch diesen Ausdruck beschrieben wird, ausrechnen. Das war unser Eval-Interpreter. Der hat mir, glaube ich, irgendjemand hier in 20 Sekunden am letzten Donnerstag diktiert. Okay. Was ich jetzt somit auch machen wollte, das ein bisschen weiter treiben, ein bisschen mehr Training zu algebraischen Datentypen ist, so einen Ausdruck hier, expa, zu kompilieren. Ja? Natürlich nicht in Maschinencode x86 oder LVM oder so, sondern in die Instruktionen einer sehr, sehr einfachen Sprache, einer virtuellen Maschine sozusagen. Ja? Wenn ich das File nämlich ein bisschen weiter scrolle, jedenfalls in meiner Version des Files, ja, komme ich hier zu dem hier, zu diesen Typdefinitionen, die ich benutzen wollte, um diese virtuelle Maschine darzustellen. Okay, so eine virtuelle Maschine hat Instructions, ja, Befehle, die sie ausführen kann. Ich benutze diesen algebraischen Datentyp Instruction über A, um genau diese Instruction aufzusammeln. Ihr seht, es gibt nur vier Stück. Eine Push-Instruction, hört sich an, als ob die Maschine mit einem Stack daherkommt. Das ist auch tatsächlich so. Und dann noch Instructions, die den arithmetischen Operationen irgendwie entsprechen, die wir in unseren Ausdrücken irgendwie ausdrücken wollen. Also eine Instruction, die tatsächlich Addition, Subtraktion oder Multiplikation ausführen kann. Du, Mull, ja, führe Multiplikation aus. Mehr Instruktionen hat diese Maschine nicht. Ja. Kein Problem, den algebraischen Datentyp zu erweitern, die Maschine reicher zu machen. Auch kein Problem, hier oben unsere Definition von unserem Expressions mit mehr Cases, ja, mit mehr Konstruktoren anzureichern. Zum Beispiel, ja, hier, was hier Multiplikation ist, könnte ich natürlich noch mit Division fortsetzen. Sowas könnte ich irgendwie noch irgendwie einführen. Ich könnte mir aber auch in dieser Expression Language denken, Mensch, führe doch noch Variablen ein, führe sowas wie Let ein, also Variablenbindungen, führe Conditionals ein und so weiter. All das könnte ich hier in diese Expression Language irgendwie einführen. Wir werden auch reichere Versionen von der Sprache irgendwie uns später nochmal anschauen, wenn die Zeit gekommen ist. Aber es ist ein super Training. Einfach mal weitere arithmetische Operationen einzuführen oder vielleicht sowas wie ein Net-Binding. Vielleicht machen wir sowas auch mal in der Übung. Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Haskell ist die Sprache, um die Datenstrukturen, die ein Interpreter, ein Compiler, was weiß ich, benutzt sozusagen, um die zu benutzen, um diese zu implementieren. Okay, kann ich euch versprechen, machen wir täglich bei uns in der Forschungsgruppe. Funktioniert ganz wunderbar. Okay, alles klar. Aber stopp, zurück.
zu unserem Ziel, solche Expressions in eine Folge von Instruktionen über unsere virtuellen Maschine zu übersetzen. Okay? Ein Programm auf so einer virtuellen Maschine, das ist eine Folge von Instruktionen, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Hier, da, das ist die Definition, die ich gerne benutzen würde. Programs über diesem Datentyp A, numerischer Datentyp wie, was weiß ich, Double oder Int oder sowas, das ist einfach eine Folge von Instruktionen, eine Liste von Instructions. Okay, alles klar. Und so eine Liste von Instructions würde ich der VM geben, die würde die nacheinander abarbeiten und was ich erwarte ist, dass ich irgendwo in irgendeinem Register oder in irgendeinem Speicherbereich der VM dann ablesen kann, hey, ich habe gerade diesen Ausdruck für dich ausgewertet, das Ergebnis ist 42. Okay. Ja, der Speicherbereich, den diese VM benutzen wird, das sind nicht irgendwie Register, wie jetzt in eurer Lieblings-CPU oder so, sondern wir werden eine sogenannte Stack-basierte Maschine bauen. Ja, also der einzige Speicherbereich, den unsere virtuelle Maschine zur Verfügung hat, ist ein Stack von A-Werten, von Integer- oder Double-Werten zum Beispiel. Das ist der einzige Scratch-Space, die einzige Stelle, wo sich diese Maschine irgendwie Notizen machen kann, wie sind denn gerade die Zwischenergebnisse der Dinge, die ich bisher schon ausgewertet habe. Okay, und hier, da ist die entsprechende Typdefinition dazu. Diese Stacks, ja, die werde ich einfach durch Listen repräsentieren. Also Stack A ist einfach ein Synonym für Listen von A, einfach um mich jedes Mal, wenn ich jetzt gleich Definitionen für Funktionen angebe, zu erinnern, hey, diese Liste hier, die sollst du in Wirklichkeit in Form eines Stacks betreiben. Da kann ich drauf pushen und da kann ich irgendwie Elemente irgendwie auf der Spitze des Stacks irgendwie nehmen, damit Operationen durchführen, wieder auf den Stack drauf pushen und so weiter. Mehr kann die Maschine mit diesen Elementen in der Liste nicht anstellen. Die wird sich nach einer Stack-Disziplin verhalten. Und warum das ein guter Match ist für unser Problem hier, sieht man auf der Slide hier hoffentlich. Okay. Ja. Also das hier, das wäre eine Repräsentation des Stacks, ja, der Maschine, der mir zur Verfügung steht. Wenn hier auf diesem Stack hier das Symbol S steht, dann ist das irgendein beliebiger Content. Das S kann irgendwie einen beliebig tiefen Stack-Content irgendwie beschreiben. Wer weiß, was auf dem Stack alles schon abgelegt wurde, interessiert mich an der Stelle nicht. Wo die Musik spielt bei so einem Stack, ist immer an der Spitze des Stacks. Hier, die Spitze des Stacks ist übrigens mit diesem Pfeil immer markiert. Okay? Der ganze Content von S liegt irgendwie unterhalb des Stacks, aber da oben. Ja, auf dem obersten Element von S, da ist auch gerade die Stack-Spitze. Und wenn ich jetzt einen Push machen würde, ein Push X, sowas kann die, das ist eine der Instruktionen, die unsere VM beherrscht, ja, dann landet das X ganz oben auf der Stackspitze, hier ist die neue Stackspitze und S liegt da drunter. 0815 Verhalten von einem Stack. Ja, mit Pop X könnte ich das entsprechende X da oben und zwar nur das, ja, vom Stack entfernen. Ich könnte nicht irgendwie tief in das S reingreifen, an dem X vorbei oder so. Push und Pop sind die einzigen Operationen. Ja. Diese VM, die wir benutzen werden, die hat ganz spezielle Pop-Operationen, wie zum Beispiel die hier, diese Do-Add-Operation. Ja, nehmen wir an, irgendjemand hat hier schon die vorherige Berechnung durch Instruktionen, die vorher in meinem Programm kommen, schon irgendwie Inhalte auf dem Stack hinterlassen, Y und X zum Beispiel, Y ganz oben, davor wurde X gepusht. Ein Do-Add ist ein doppelter Pop, holt sich also das Y und das X runter, habe ich in der Hand, macht eine Addition, Add, von beiden und packt das Additionsergebnis X plus Y wieder oben auf die Stackspitze drauf. Ja, das ist ein Stack von A, da sind lauter numerische Werte des Typs A drauf. Wenn ich hier X plus Y schreibe, dann ist das tatsächlich das Additionsergebnis der beiden A-Werte X und Y. Ja, wenn ich sicherstelle, dass dieser Typ A tatsächlich numerische Operationen implementiert, dann ist die Anwendung des Plus hier an der Stelle auf diese A-Werte kein Thema. Also, ja. Der Stack hat eben noch 2 plus Kardinalität S-Elemente. Jetzt hat er noch 1 plus Kardinalität S-Elemente. Ja, die beiden X und Y würden addiert und oben auf die Stackspitze getan. Wenn das Programm völlig abgelaufen ist von meiner virtuellen Maschine, oben auf der Stackspitze liegt das Endergebnis. Ja, oben, alles klar. Das ist das Ergebnis meines Programms sozusagen. Okay, also das ist so die einfachste stackbasierte Maschine, die ich mir irgendwie vorstellen kann. Es gibt ganze Programmiersprachen, die um das Prinzip des Stack irgendwie sich gruppieren und darauf fokussieren. Das ist die Datenstruktur und die Speicherrepräsentation, die man zur Verfügung hat. Das war mal vor vielen Jahrzehnten sozusagen super aktuell und sehr, sehr beliebt, weil das zu sehr, sehr einfachen Implementationen von Hardware und auch von Compilern und was führt, wie wir gleich sehen werden. Es gibt auch Programmiersprachen, die das machen. Zum Beispiel, kennt jemand Forth? F-O-R-T-H, schon mal gehört vielleicht und so.
Das ist eine Sprache, in der quasi Operationen auf einem Stack und so weiter die ganze Sprachphilosophie bestimmen sozusagen. Ziemlich alte Sprache, lebt heute noch in Form von PostScript weiter. PostScript kennt jeder von euch, irgendeine Seitenbeschreibungssprache, in der ich irgendwie entweder Druckerzeugnisse, manchmal bei Display PostScript, aber auch Dinge auf dem Bildschirm irgendwie beschreiben kann. PostScript ist intern eigentlich ein glorifizierter Fourth Interpreter. Also solche stackbasierten Maschinen und virtuelle Maschinen und Sprachen sind durchaus keine akademische Erfindung für diese Vorlesung. Die gibt es da draußen tatsächlich. Okay, komm, lass uns mal einen Compiler bauen. Einen Compiler bauen, der eine Expression hernimmt, also hier sowas. Ja. Und daraus ein Programm macht, also eine Liste von Instruktionen. Okay, also hier. Ich habe das unten schon mal vorbereitet, wie so ein guter Fernsehkoch. Ja. Hier, du gibst mir so eine Expression und ich mache daraus für dich ein Programm. Und wir wissen, was ein Programm ist. Das ist eigentlich eine Liste von Instruktionen. Okay, To-Do, ich kümmere mich ja gerade drum, also nehmen wir das mal weg hier. Jetzt können wir die ganzen Definitionen gleichzeitig sehen. Alles klar. Also wir fangen mal, ja. Wie haben wir gesagt, wie werden irgendwie Funktionen über algebraischen Datentypen definiert? Hey, über Pattern Matching, über die Pattern Matching der Konstruktoren. Expa hat genau 4 Konstruktoren, Push, Do, Add, Do, Mul und so weiter. Ja. Kein Wunder, dass unser Compiler hier jetzt gleich für jeden dieser Konstruktoren, für jeden dieser Ausdruckstypen genau einen Case hier haben wird. Also zum Beispiel werden wir einen Case haben für den hier, für den Fall. Ja. Du gibst mir einen Ausdruck, der einfach nur eine Literal beinhaltet. Was ist dann das Programm, das ich dazu erzeugen möchte? Muss ja eine Liste von Instruktionen sein. Okay, alles klar. Nein, so, alles klar. Also, das ist eine Liste von Instruktionen. Die Liste von Instruktionen hat in diesem Fall die Länge 1. Okay, du gibst mir ein Literal n. Wenn ich diesen Ausdruck auswerten würde, dann wäre das Ergebnis des Ausdrucks n. Okay, ja, Instruktionen, die genau das gleiche Ergebnis auf dem Stack hinterlassen, nämlich genau das n, eine Liste von Instruktionen, die das kann, ja, das ist einfach das Push n. Ja, wenn ich dieses Push n auswerte, wer weiß, was vorher auf dem Stack war, nachher ist jedenfalls das n, das Ergebnis meines Ausdrucks oben auf der Stackspitze, das ist das korrekte Programm dazu. Fertig. Alles klar. Wenn es weiter so geht, wäre es klasse. Nächster Fall, gibt ja da nicht mehr so viele. Wenn wir den hinkriegen, dann kriegen wir Multiplikation und Subtraktion auch hin. Okay, kompliziertere Expression. Ja, E1 und E2 sind Unterausdrücke oder Sub-Expressions. Ja. Ihr habt eine Idee? Also irgendwie muss hier auf der rechten Seite hundertprozentig das Do-Add vorkommen. Ohne geht es ja gar nicht. Ja, das ist die Instruktion, die mir nachher irgendwie die Maschine zur Addition irgendwie treibt. Bitte. Meinst du eckige Klammern? Ja, eckige Klammern auch. Und dann Duett und dann von Compile angewendet auf E1 und Compile angewendet auf E2. Okay, also den hier kaufe ich. Dann sagst du, ich muss E1 kompilieren, ja. Ich muss E2 kompilieren. Alle Komponenten kaufe ich sozusagen. Okay. Ja. Bloß, wie mache ich daraus jetzt ein komplettes Programm? Einfach konkatenieren. Ja. Also das Programm, ja, dieses Programm für die Addition wird erstmal die Instruktionen ausführen, um E1 zu kompilieren und damit das Ergebnis von E1 auf der Spitze des Stack lassen. Und dann E2 ausführen, das Ergebnis von E2 auf der Spitze des Stack lassen. Diese beiden Dinge liegen jetzt auf der Spitze des Stacks. Das ist genau das, was Do-Add erwartet. Ja. Und die beiden Werte, die dort hinterlassen werden, addieren und ja. Das Additionsergebnis auf der Stackspitze zu lassen. Jetzt können wir die hier sogar noch wegnehmen, weil wir Juxtaposition haben, die stärker bindet als das Plus-Plus. Das wäre das Programm. Okay, also Mul und hier vorne Mul und Sub. Fertig ist unser Compiler. Okay.
unser Main packen wir jetzt mal ein bisschen nach unten. So, alles klar, dann können wir das gleich mal ausprobieren. Hier hatten wir die Auswertung, also die Anzeige von Expression 1 und 2, aber auch die Auswertung von beiden. Jetzt können wir mal die Kompilation von beiden uns anschauen. Also Compile von E1 und Compile von E2. Okay, dann laden wir das. Das ist E1 Compile Run 2. Okay. X2 und X1. Alles klar, nochmal. Okay, jetzt Main. Ja, alles klar. Komm, wir erinnern uns. Wir erinnern uns an die Ausdrücke. Okay. Nehmen wir mal den hier. X2, ja, eine Subtraktion aus zwei Literalen, ja, gibt nachher 42,0, wenn wir das interpretieren und auswerten. Hier unten ist das entsprechende Ergebnis unserer Kompilation. Ja, okay, das ist so eine Subinstruktion, daher kommt es am Ende zu diesem Do-Sub und die beiden Instruktionen, diese beiden Expressions, Sub-Expressions wurden kompiliert. Das sind jeweils zwei Literale. Wir wissen, wie das kompiliert wird, einfach durch einen Push des entsprechenden Literals auf den Stack. Die beiden dann auf der Stackspitze, dann wird die Subtraktion irgendwie durchgeführt, ganz hervorragend. Alles klar. Und da oben ist das etwas kompliziertere Programm. Okay, ja. Hier die innere Expression, die erste innere Expression von unserer Addition, die findet sich hier zuerst. Die findet sich hier zuerst tatsächlich auf dem Stack wieder. Die Multiplikation von 5 und 8, das wird mir eine 40 auf dem Stack hinterlassen. Dazu noch eine 2. Jetzt liegen 40 und 2 oben auf dem Stack. Die beiden addieren, gibt 42. Sieht gut aus. Okay, also das ist unser Compiler. Jetzt nur noch die virtuelle Maschine selber implementieren. Wollte ich den entsprechenden Stub, da ist er, den holen wir mal nach oben auch. Der kommt hierher, alles klar. Also komm, run a program against an initial stack. Also, ja, du gibst mir ein Programm und einen Stack. Wissen wir, das ist eine Liste eigentlich. Dann wird das Programm seine Instruktionen auf dem Stack ausführen und mir einen Ergebnis-Stack oder sowas hinterlassen. Okay, also du gibst mir einen Stack und ein Programm. Das Programm führt seine Aktion aus. Okay, was ich bekomme, ist ein Ergebnis-Stack. Alles klar. Und die Typsignatur, die dazu gehört, ist wahrscheinlich die hier. Du gibst mir einen Stack und ein Programm. Schön curried. Was ich dir dann in die Hand gebe, ist der Ergebnis-Stack, der dazugehört. Das ist die Signatur, oder? Das ist unsere virtuelle Maschine. Ja. Am Anfang brauche ich so einen initialen Stack, damit die Maschine loslaufen kann. Das ist der Inhalt S, der auf der Folie zu lesen war, der uns eigentlich überhaupt gar nicht interessiert. Wahrscheinlich könnte ich die Maschine initial mit einem leeren Stack, mit der leeren Liste irgendwie loslaufen lassen, was weiß ich, und wir brauchen kein Garbage auf unserem Stack. Da könnte irgendwas drauf liegen, interessiert uns aber nicht. Wahrscheinlich werden wir Run mit erstem Ergebnis leere Liste aufrufen normalerweise. Alles klar. Wie sieht es jetzt aus? Hier, du gibst mir irgendeinen Stack, ST. Und ja, jetzt haben wir hier einen Program A sozusagen. Das ist ein algebraischer Datentyp, oder? Program A sind Listen von Instructions. Listen von irgendeinem Typ B oder so, oder A meinetwegen. Das ist ein algebraischer Datentyp. Diese Listen haben genau zwei Konstruktoren. Die leere Liste und natürlich die nicht leeren Listen. Okay, also würde es mich, glaube ich, nicht wundern, wenn ich hier sowas finden würde. Wir machen den Code hier natürlich gleich weiter, kein Problem. Ja. Nee, den brauchen wir nicht. Und wahrscheinlich werden wir hier irgendwann auf das nicht leere Programm irgendwie matchen. Ich glaube jedenfalls, das wäre so ein, mein Gott, ja. Ich glaube, das werde ich mal abschalten, diese tolle IntelliSense. Okay, ja, also so irgendwie wird es wahrscheinlich nachher aussehen. Ja. Du gibst mir einen Stack ST und dazu ein leeres Programm oder vielleicht ein nicht leeres Programm, dann fange ich an, irgendwie richtig Arbeit zu machen. Diese Fallunterscheidungen kommen daher, weil das hier ein algebraischer Datentyp ist. Zwar einer, der eingebaut ist schon in Haskell, die Listen mit Nil und Cons, ja, aber das Prinzip, Pattern Matching über die Konstruktoren durchzuführen, das wird hier ganz genauso angewandt. Wie sieht es denn aus mit dem ersten Fall hier? Hier auf der rechten Seite muss der Ergebnis-Stack produziert werden.
Vorschlag? Einfach den Stack. ST. Ja? Du gibst mir einen Stack und das leere Programm, das keinerlei Aktionen ausführt, keine Pushes, keine Pops und so weiter, ohne Aktionen, ja, kann ich auch den Stack ST an der Stelle irgendwie nicht verändern. Der kommt unverändert an der Stelle wieder raus. Okay. Ja, jetzt könnten wir gleich mal noch nicht mitschreiben, sozusagen. Ja. Vielleicht könnte das der zweite Fall sein. Das Programm ist nicht leer. Ja, das ist eine Liste von nicht leere Liste von Instruktionen. Hier vorne steht die erste Instruktion. Hier stehen die restlichen Instruktionen. So könnte ich jetzt an der Stelle einfach weitermachen. Okay. Mein Vorschlag wäre, hier an der Stelle, wo ich weiß, IN, ah, das ist ja eine Instruktion. Wie viele verschiedene Instruktionen gibt es? Push, Duet, Dusub, Dusub, vier verschiedene sozusagen. Was ich hier an der Stelle vorschlagen würde, ist gleich Pattern Matching an der Stelle zu benutzen, um mich gleich in verschiedenen Cases von Run auf die verschiedenen Instruktionen irgendwie einzuschießen. Okay. Das heißt, das würde jetzt zu sowas führen. Hey, wenn die Instruktion Push N ist und der Rest der Instruktion ist INS, ins, wollte ich das irgendwie so schreiben, ist egal, kann ich auch so schreiben, sorry. Dann wüsste ich jetzt, was hier an der Stelle zu tun ist. Ich müsste den Stack ST irgendwie manipulieren und die Push-N-Instruktion hier an der Stelle irgendwie implementieren. Ja. Und ja, das wäre der erste Fall der nicht leeren Liste. Es gibt natürlich noch den Fall hier, dass vorne die Do-Add-Instruktion steht und der Rest sind irgendwelche restlichen Instruktionen. Und ja, ich könnte das auch mit Mull und hier mit Sub und Mull machen. Das wäre eine Variante, das irgendwie so zu formulieren. Okay. Weil es noch eine andere Variante gibt. Komm, lass mich die kurz, die werden wir gleich löschen, würde ich sagen, weil das irgendwie nicht so die coole Variante ist. Doch, die ist auch cool. Das ist eine andere Variante. Fertig. Bewerten Sie die Coolheit der entsprechenden Lösung sozusagen. Ja. So. Jetzt hätte ich hier, wenn ich nur zwei Fälle für meinen Run VM vorsehen wollte, ja, dann müsste ich jetzt hier, wo der Cursor blinkt, die Fallunterscheidung treffen. Mensch, du Instruction, was bist du denn? Ja. Das könnte man jetzt machen. Man könnte irgendwie mit Guards daherkommen. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das war auch in der allerletzten Folie vom Chapter 01 erwähnt, Pattern Matching zu verwenden. Pattern Matching können wir verwenden, wenn wir hier die verschiedenen Cases von so einer Funktion wie Run definieren. Wir können Pattern Matching auch hier, wo einfach ein Ausdruck stehen muss, könnten wir auch Pattern Matching benutzen. Das geht mit der sogenannten Case Instruction. Okay, Case Expression, ja. Okay. Und dann könnte ich hier an der Stelle mit so einer Case Instruction, ja, könnte ich die Pattern Matching auf in durchführen und gucken, ob in nicht vielleicht push ist und ich könnte gucken, ob in nicht vielleicht do add ist und so weiter und könnte jetzt hier meine entsprechenden Implementationen der Cases angeben. Das wäre eine äquivalente Methode. Wollte ich an der Stelle nur kurz erwähnen, man kann Pattern Matching also auch verwenden, nicht nur auf dem Top-Level hier vorne, wenn ich meine Top-Level-Definition von Run mache, sondern in jedem beliebigen Ausdruck da hinten. Okay, alles klar. Also, aber Pattern Matching Rules. So, komm, lass mal schnell zu Ende machen, das Ding hier. Was muss hier auf der rechten Seite stehen, wo die Punkte blinken? Bitte. Run, N, Doppelpunkt, ST, ja, und in. Kannst du ganz kurz was dazu sagen, warum, wie es dazu kommt? Also dann wird wieder Run aufgerufen mit dem Stack und dem N halt vorne auf dem Stack. Okay. Und dem Rest der Instruktion. Alles da. Also, dass hier ein Ins steht, das kann ich irgendwie kaufen. Weil du hast dich um die erste Instruktion, die vorderste Instruktion im Programm Push-N gekümmert. Jetzt bleibt noch der Rest auszuführen. Bloß der Stack hat sich in der Zwischenzeit verändert. Push hat tatsächlich seinen Job getan und hat hier oben auf dem Stack im ersten Listenelement, das ist oben auf dem Stack, hat es tatsächlich das N hinterlassen. Fertig. Das ist Push-N. Hervorragend. Ja. Wie sieht es hier aus? Mit dem Do-Add. Und dahinter kommen noch restliche Instruktionen.
irgendwie braucht das Ad, ja, braucht irgendwie Zugang zu den Argumenten, die auf dem Stack oben drauf liegen. Ja. Man kann das X und das Y dann zu einem Pattern rausmatchen. Und das Pattern kommt wohin? Da wo das Stack ist, halt einfach X doppelt und Y doppelt und Stack. Okay. Ja. So ein Duett kann ich nur dann erfolgreich ausführen, wenn auf dem Stack mindestens zwei Elemente drauf liegen. Auf dem Top-Level liegen irgendwie das X und das Y irgendwie oben drauf. Okay, dann kannst du mir den Rest bestimmt auch noch diktieren. Also ja, den hier, ja, den kaufe ich schon und hinten wird wahrscheinlich die Rest der Instruktionen noch zum Zuge kommen. Ja, einfach schön in Klammern dann X plus Y cons Stack. Ja, ich schreibe mal Y plus X hin. Kann man sich überlegen, warum das sein muss. Ja. Ja, vom Stack wird ja in umgekehrter Reihenfolge irgendwie gepusht oder so. Ja. Aber ja, das ist die entsprechende Operation da an der Stelle. Ja. Vielleicht wird es klarer, wenn ich das so schreibe. Aber die Operatorpriorität von Cons ist niedrig genug, dass ich mir die Klammern an der Stelle irgendwie sparen könnte. Schreiben wir es ruhig mal so. Ja. Vielleicht wird es dann klarer. Alles klar. Ja, also, ich hätte echt ein Problem in dieser Stack-Machine, wenn eine Duett-Instruktion daherkommt und mein Stack nicht mindestens zwei Elemente X und Y beinhaltet. Dann habe ich ein Thema. Ja? Dann habe ich irgendwie, dann hat mein Compiler Schwachsinn produziert oder sowas. Alles klar, das ist das. Und wir können da gleich noch was dazu sagen, aber ich kopiere die Fälle kurz hier und baue die kurz um zu dem Multiplikationsfall und dem Subtraktionsfall. Im Subtraktionsfall ist es übrigens nicht egal, ob erst X oder Y sozusagen in die Berechnung eingehen. Die anderen sind kommutativ. Da ist meine Stack-Machine. So. Ja. Ihr seht hier, dass, man sieht das auch hier, schön rot unterkringelt. Weiß nicht, ob ihr das tatsächlich sehen könnt. Ich kann es sehen. Hier, da wo jetzt der Cursor blinkt. Hier. Da wurde irgendwie rot unterkringelt. Da gibt es irgendwie ein Thema. Da wird nämlich auf einmal Arithmetik mit Y und X gemacht. Okay, da wird addiert, darunter wird subtrahiert und multipliziert. Auf einmal kann es nicht mehr so ganz so egal sein, wie diese Y und X irgendwie aussehen. Damit ich damit Multiplikation machen kann, müssen die numerisch sein. Okay, hier habe ich gesagt, ja, auf dem Stack und in dem Programm werden irgendwie beliebige A's, beliebige Werte von irgendeinem Typ A manipuliert. Nee, das kann jetzt an der Stelle eigentlich nicht mehr sein. Ja, ich muss fordern, dass das Dinge sind, auf denen ich Addition, Subtraktion und sowas machen kann. Die müssen numerisch sein. Da kommt es wieder zu diesem magischen Constraint hier vorne. Ja, das ist schon eine virtuelle Maschine übernommen A-Werten, solange die nur irgendwie Arithmetik zulassen und numerisch sind sozusagen. Wie gesagt, zu diesen Class Constraints kommen wir gleich. Fertig ist das Ding. Das ist unsere Stack-Machine. Okay, dann können wir die jetzt auch zur Ausführung bringen. Ja. Damit wir so eine Expression 1 oder 2 mit Hilfe unserer Stack-Maschine auswerten können, müssen wir die erst kompilieren. Okay. Und wenn wir sie kompiliert haben, dahinter, hier, dann unsere Stack-Maschine anwerfen. Denn die Stack-Maschine ja, kann nicht auf Expression 1 selber, sie muss auf dem Kompilat von Expression 1 angewandt werden. Jetzt benutze ich hier schon Currying und benutze eine Stack-Maschine, die auf dem leeren initialen Stack operiert. Genau wie wir das vorhin irgendwie schon vermutet haben. Okay, also hier werfe ich meine Expression rein. Compile wird auf die Expression angewandt. Was kommt raus? Eine Liste von Instruktionen. Darauf wird diese Funktion angewandt. Eine Stack-Machine mit einem leeren Stack wird auf eine Liste von Instruktionen ausgeführt. Okay, und dann kommt da das entsprechende Ergebnis bei raus. Komm, machen wir gleich für beide. Haben wir es gleich in einem Run mit für beide erledigt. Alles klar. Ein Reload. Ein Main. Fertig. Hier kommt übrigens der Stack raus, auf dem auf der Stackspitze das entsprechende Ergebnis meiner Berechnung liegt. Darum kommt da nicht die 42 raus, sondern die Liste, die 42 beinhaltet. Okay. Hervorragend. Das war's. Ja, das war doch irgendwie ein ziemlich einfaches Business, so ein Compiler und so eine virtuelle Maschine zu implementieren. Und jetzt könnte man irgendwie daherkommen und sagen, ja okay, also erstmals gestern das oder letzten Donnerstag das mit dem Ewald, das hoffe ich dir noch ab, dass da das Richtige passiert ist. Hier das mit dem Compiler und dieser komischen Stack-Machine, dass da tatsächlich wirklich das Richtige passiert, das würde ich gerne irgendwie bewiesen haben und sowas. Und warum ich das erwähne ist, weil, komm, lass mal auf diesen Visualizer gehen,
weil man so einen Beweis, dass der Interpreter und der Compiler, dahinter die virtuelle Maschine irgendwie komponiert, dass die wirklich das Gleiche tun, den kann man tatsächlich richtig schön formal führen. Und alle entsprechenden Fähigkeiten, die wir dazu bräuchten, würden wir eigentlich im Rahmen dieser Vorlesung aufsammeln. Also was man an der Stelle irgendwie sich anschauen will, ist, hey, du nimmst mir diese Komposition, ja, und gibst mir irgendeine Expression und wirfst sie da rein, dann ist das genau das Gleiche, als ob du das hier gemacht hättest. Vorsicht. Ja, du gibst mir eine Expression E, alles klar, die kompiliere ich und werfe die in meine Stack-Maschine, dann kommt dann ein Stack raus, ja, auf dem genau ein Element liegt an der Stackspitze, nämlich das Ergebnis der Auswertung. Das ist das Gleiche, was mir der Interpreter irgendwie leisten könnte. Ich muss bloß das Ergebnis von dem Interpreter hier in diese eckigen Klammern fassen, damit da auch eine Liste bei rauskommt, genau wie oben. Okay? Und dann würde ich hoffen, das gilt tatsächlich für alle Expressions. Das hier, der Doppelpunkt, der gehört zum Allquantor, diese Doppelpunkte, das ist einfach das Typing Assignment von Haskell. Für alle Expressions XA gilt das. Solange nur, sorry für die Schmiererei, der gehört da rein, solange nur der Typ A tatsächlich irgendwie Arithmetik zulässt, ja, dann funktioniert das. Dann macht der Interpreter genau das gleiche wie der Compiler und die VM zusammen. Wie macht man das? Die entsprechende Beweistechnik hinter diesem Gleichheitszeichen und dem Allquantor sozusagen, das funktioniert mit Induktion. Ja, und zwar mit struktureller Induktion, nicht mit Induktion über natürlichen Zahlen, die ihr vielleicht kennengelernt habt. Aber habt ihr Induktion als Beweisprinzip kennengelernt, das auch jenseits von natürlichen Zahlen anwendbar ist? Okay, strukturelle Induktion würde hier an der Stelle genau das irgendwie leisten können. Was weiß ich. Vielleicht können wir das ja als Weihnachtsgeschenk auf ein Übungsblatt packen oder was. Oder nicht drauf packen als Weihnachtsgeschenk, eben je nachdem. Alles klar. So, das war das Beispiel. Jetzt zu dem eigentlichen Thema von heute. Okay, das uns dazu führt, zur Diskussion führt, woher diese komischen Constraints, dieses NumA zum Beispiel kommen. Okay, und das führt uns zu einem super wichtigen Detail von Haskells Typsystem, das sogenannte Typklassen implementiert. Okay, oder Type Classes. Ja, Type Classes beschreiben, dass bestimmte Typen bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Operationen unterstützen. Okay, alles klar. Ich kann entweder zusichern, hey, der Typ A hier, der ist nicht ganz beliebig, mit dem kannst du bestimmte Dinge an. Du kannst dich darauf verlassen, mit dem kannst du bestimmte Dinge tun. Okay, also solche Type Classes geben mir die Zusicherung, Mensch, mit dem Typ A kann ich coole Sachen machen, nämlich genau die folgenden. Ja. Ich kann sie aber auch als Forderung an die Aufrufer meiner Funktion irgendwie verstehen und zu sagen, ja, ich bin schon polymorph, aber die Werte, die du mir hier gibst als Argumente, die dürfen nicht beliebig sein. In dem Body meiner Funktion werde ich nämlich, was weiß ich, Vergleiche anstellen oder Arithmetik anstellen und so weiter. Ich fordere von dir, dass der Typ tatsächlich irgendwie die Operationen von so einer bestimmten Type-Class irgendwie implementiert. Und was das genau bedeutet, werden wir in den nächsten Folien hier irgendwie klären. Okay, Type Classes, das ist eigentlich Haskells Weg, um sowas wie Overloading, wie ihr das vielleicht aus anderen Sprachen kennt, zu implementieren. Eine Variante davon. Die funktionalen Programmierer nennen das Ad-Hoc Polymorphism. Okay, Polymorphie, die sogenannte parametrische Polymorphie, das ist die, wenn ich mit so Typvariablen A, B und sowas argumentiere. Diese Funktion funktioniert für alle A. Das ist parametrische Polymorphie. The real thing. Okay, Ad-Hoc Polymorphie ist eine ein bisschen eingeschränktere Variante von Polymorphie. Das ist genau die uns diese Type-Classes bieten oder die ihr benutzt, wenn ihr in anderen Programmiersprachen, mir fällt da immer C++ ein, Overloading irgendwie sowas benutzt. Okay, ja, wo würde man Overloading einsetzen? Ja, zum Beispiel bei solchen grundlegenden Operationen wie Gleichheitstests. Okay, du gibst mir zwei Werte, möchte gerne vergleichen, ob die beiden gleich sind. Okay, und das soll natürlich für, was weiß ich, verschiedenste Typen funktionieren. Für Integer Strings, das sind eingebaut, für Tupel, für Listen, für unsere Expression und so weiter, für Benutzerdefinitypen. Die sollen bitte alle auf Gleichheit testbar sein. Und ich möchte bitte immer dieses Symbol dafür benutzen können, das Gleich-Gleich-Symbol. Klar, könnte ich mir überlegen, oh, Equality of Integers und Equality of Strings, da findet intern was völlig Verschiedenes statt.
Okay, das irgendwie zu implementieren, einmal muss ich irgendwie so lexikografisch vergleichen, einmal muss ich tatsächlich numerische Repräsentationen vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene Operationen. Lass uns mal ein Equality of Ints und ein Equality of Strings und ein Equality of Listen und was ich implementieren. Dazu bräuchte ich dann verschiedene Funktionsnamen oder Operatornamen und so weiter. Und das Ganze wäre ungeheuer unelegant. Ja? Was ich gerne möchte, ist, dass für die Werte all dieser verschiedenen Typen ich dieses eine Symbol benutzen kann. Hinter dem Symbol verbirgt sich dann offensichtlich typspezifische Implementationen. Auf Listen funktioniert das anders gleich halt als auf Integers. Okay, das ist das erste Ziel, das ich haben möchte. Ich möchte so ein Symbol mit typspezifischen Implementationen versehen. Wird auch Typen da draußen geben, die diese Operation gleich überhaupt nicht implementieren können. Ja, hier zum Beispiel, der Typ fällt mir ein, der wichtigste Typ im Functional Programming, Functions von A nach B, ja, auf denen werde ich niemals Gleichheit implementieren können. Solltet ihr erfolgreich Gleichheit auf allgemeinen Functions implementieren können, bitte sprecht mich an, können wir ein cooles Paper publizieren und Millionen von Euro einsacken. Ja? Alles klar. Wird nicht funktionieren. Okay, wie sieht das aus, diese Type Classes, rein syntaktisch in Haskell? Ja? Also, diese Type-Classes sind benannt, ja? Also damit ich irgendwie unterscheiden kann. Oh, das ist eine Type-Class, die spricht über numerische Operationen. Das ist eine Type-Class, die spricht über Gleichheitsoperationen. Das verbirgt sich hinter dem Type-Class-Namen C. Okay? Wenn ein Typ Mitglied der Typ-Klasse C sein will, dann muss er Forderungen erfüllen. Okay? Da muss er bestimmte Operationen erfüllen. Oder manchmal, die Objektorientierten würden jetzt sagen, ich muss Methoden für den Typ irgendwie implementieren. Okay. Und nicht viel anders sieht das eigentlich in der Welt von Haskell aus. Ja, ich kann sagen, hey, ich mache hier so eine Klasse C auf, die gab es vorher nicht. Den Namen C, den Typklassennamen, den erfinde ich mir sozusagen. Und wenn ein Typ A, ja, wer weiß, was das nachher sein soll, vielleicht Int und String und Tupel und so weiter. Wenn ein Typ A Mitglied der Klasse C sein will, dann ist das die Eintrittsgebühr hier. Du musst diese N-Funktionen auf dem Typ A implementieren. Welche Signatur, welchen Typ diese Funktionen haben, das geben diese TI an. Alles klar. Also N-Methoden oder N-Funktionen musst du implementieren, wenn du Mitglied sein willst der Klasse C. Klar ist, hier in diesen Typen T1 und bis TN, die ich angegeben habe, wird das A irgendwie vorkommen. Ja, muss sogar so sein. Ja, der Compiler haut euch auf die Finger, wenn das A in diesen TI da irgendwie nicht vorkommt. Man macht ja Aussagen über A. Ah, du gibst mir zwei A's, dann kann ich die irgendwie miteinander vergleichen, dann kommt ein Boolean bei raus und so weiter. Also in diesen TIs kommt normalerweise das A vor. Okay. Ja. Und wenn ich dann sagen kann, hey, du Typ A, du bist ja Instanz der Klasse C. Für dich gilt ja irgendwie der Class Constraint C, sagt man auch, aber du bist Instanz der Klasse C. Dann weiß ich, hey, jemand hat sich mal die Mühe gemacht und diese N-Funktionen für meinen Datentyp A implementiert. Dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass diese Funktionen F1 bis Fn auf meinen Werten des Typs A auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Ich kann die aufrufen, ganz wunderbar. Okay, also das ist einfach eine ganz einfache eine Klassendefinition. Die Implementationen dieser FI, die finden sich hier nicht. Für jeden Typ A, ja, Int, String, Tupel von was weiß ich oder Listen von Werten und so, sehen die Implementationen verschieden aus. Muss mich also, ja, damit ein Typ A tatsächlich zur Klasse C gehört, muss ich mich da nochmal extra drum kümmern, um für den Typ A die F1 bis Fn zu implementieren. Hier, das ist nur die Forderung. Wenn du mitspielen willst im Club C, musst du diese entsprechenden N-Funktionen implementieren. Manchmal kann es mir die Definition dieser Class C einfacher machen und einige von den FI schon mit so Default-Definitionen versehen. Ja? Manchmal sind die Dinge, wenn du mir F1 und F2 implementiert hast schon, Typ A, dann kann ich die Definition für F3 schenken. Die hängt nämlich mit F1 und F2 in interessanter Art und Weise zusammen. Ja, und dann kann so eine Klasse das Angebot machen und sagen, komm, ich mache dir den Job einfacher, definier du einfach F1 und F2, F3 kann ich dann aus F1 und F2 zusammensetzen. Das ist eine sogenannte Default-Definition. Jeder Typ hätte die Möglichkeit, sein eigenes F3, ein effizienteres F3 vielleicht irgendwie zu implementieren, aber die Klasse kann dem entsprechenden Typ das Leben einfacher machen, versuchen einfacher zu machen. Hier ist ein Beispiel dafür. Eine Klasse für Dinge, für Typen A, die sich tatsächlich vergleichen lassen. Die Equality Class EQA. Okay. Die fordert von ihren Typen A, dass diese beiden Operationen implementiert sind. Gleich, also Gleichheit und Ungleichheit.
Ja, hier, das sind die Signaturen TI, von denen ich gesprochen habe. Natürlich kommt da das A drin vor. Ich mache ja hier gerade tatsächlich Aussagen über Funktionen, über A-Werten. Okay, so sieht die Equality Class aus. Jedenfalls zurzeit noch, während wir hier stehen und sprechen. Wenn ich in einer Woche komme oder in zwei, ist die Definition dieser Klasse outdated. So wie es gerade in der Haskell-Community diskutiert wird. Können wir gleich noch drauf kommen. Ja? Okay. Es gibt auch Default-Definitionen, die die Klasse anbietet. Ja? Ungleichheit, das ist ja eigentlich die Negation von Gleichheit. Und andersrum, Gleichheit ist die Negation von Ungleichheit. Das sind die beiden Default-Definitionen, die einem die Klasse anbietet. Okay. Darum, ja, wenn ich Mitglied werden will im Club EQ, in der Klasse EQ, muss ich als Typ ja, entweder nur Gleichheit oder nur Ungleichheit definieren. Ja. Wenn ich Gleichheit definiert habe, dann gibt mir die Default-Definition, die Definition für Ungleichheit gleich dazu. Okay? Wenn ich nur Ungleichheit definiert habe, ja, dann gibt mir diese Default-Definition die Definition für Gleichheit geschenkt. Okay? Wenn ich beide von beiden Operationen implementiere, ist das auch in Ordnung. Vielleicht ist das auf meinem Typ gerade so, dass es eine effiziente Variante von Ungleichheit gibt, dann würde ich vielleicht eine explizite Ungleichheit irgendwie implementieren, auch völlig in Ordnung. Was ich nicht machen darf, ist, keine von beiden zu implementieren. Ja, jetzt könnte man sagen, Mensch, super, um Mitglied in der Klasse EQ zu werden, musst du gleich, gleich und ungleich definieren, aber da gibt es ja schon Default-Definitionen dafür, sauber. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich Mitglied der Klasse EQ werde als Typ und weder gleich noch ungleich definiere? Was wäre die Konsequenz? Hier wird schon so gemacht, endlose Rekursion. Ja? Dann würden die beiden Default-Definitionen zum Zuge kommen. Irgendwann komme ich da hin und schreibe irgendwie hin, x1 ist gleich x2. Alles klar. Ja, dann würde irgendwie hier nachgeschaut werden, ah, das ist ja die Negation von Ungleichheit. Alles klar, Ungleichheit, das ist die Negation von Gleichheit. Zack, 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 zack. Gibt eine schöne endlose Rekursion. Einen von beiden muss man implementieren. Vielleicht beide, aber mindestens einen von beiden. Das ist die sogenannte Minimal Complete Definition. Einen von beiden irgendwie zu implementieren. Mindestens. Das ist das Minimum, was ihr an Arbeit irgendwie leisten muss. Wenn ich die Arbeit mal geleistet habe für einen bestimmten Typ A, ja, dann gilt für den Typ A, hey, du bist Mitglied der Klasse EQ. Okay. Und daraus kann ich im Rest meines Programms irgendwie ja, Nutzen ziehen. Ja. Also wenn ich es tatsächlich hinbekommen habe, diese ganzen Methoden FI für meinen Typ irgendwie zu implementieren, ja, dann gilt für diesen Typ dieser sogenannte Class Constraint hier. Okay. Ja. Also wenn ich für Integer Gleichheit definiert habe, dann gilt EQInt. Wenn ich für Strings Gleichheit definiert habe, dann gilt EQ String. Okay. Auf Integers und Strings kann ich dann Gleichheit irgendwie durchführen. Okay. Also hier. Das hier, das C, das könnte EQ sein. Und wenn diese Typsignatur hier vorne, wenn die sagt EQA und hier diesen Pfeil nach rechts, diesen doppelten Pfeil nach rechts und dahinter dann den Typ T, okay, dann bedeutet das, hey, diese Funktion E, die Definition des Wertes E hat den Typ T, aber nur unter der Voraussetzung, dass der Typ A, der da vielleicht irgendwie drin vorkommt in T, dass der auch tatsächlich Mitglied der Klasse C ist. Okay, das schränkt die Polymorphie meines Wertes E so ein bisschen ein. Hier in dem T wird wahrscheinlich irgendwo das A vorkommen, weil es sind ein paar viele Buchstaben gerade auf dem Tisch hier, aber hier in dem T wird irgendwo das A vorkommen, ja. Und hätten wir keinen Class Constraint da vorne, dann wäre das A parametrisch polymorph und völlig beliebig. Die Definition sagt hier, nein, das A darf nicht beliebig sein. Ja, ich muss fordern können, dass ich alle Methoden der Klasse C auf diesen A-Werten benutzen kann. Hier, wo die Punkte stehen, ja, hier, wo die Punkte stehen, wird sich E auf die Methoden, auf die Funktionen FI der Klasse C irgendwie berufen. Und jetzt auch berufen dürfen. Ja. Die Polymorphie von dem Typ A ist eingeschränkt. Alles klar, hervorragend. Das ist das genau, was hier unten steht. Ja, in der Definition, wenn ich das fordere, diesen Class Constraint da vorne, ja, dann darf ich mich in der Definition von E auf die ganzen FI der Klasse C irgendwie berufen. Gleichheit zum Beispiel benutzen, wenn C EQ ist. Okay, machen gleich Beispiele dafür. Man sieht das hier, ich gehe mal kurz in GHCI, da bin ich drin.
Wenn ich mir den Typ von Plus angucke, der Additionsoperation, dann ist das eigentlich der Typ von Plus. Du gibst mir zwei A-Werte, dann gebe ich dir den addierten A-Wert zurück. Darum ist das hier, was jetzt gehighlightet ist, der Typ von Plus. Aber hey, das gilt nicht für beliebige A-Werte. Auf denen muss schon tatsächlich irgendwie Addition irgendwie implementiert sein. Für numerische A-Werte, ja, da gilt das tatsächlich. Ihr könnt ja schon denken, in der Class-Definition von Num wird gefordert, dass sowas wie Addition irgendwie möglich sein muss. Okay, also wenn ich weiß, A ist so ein Typ, auf dem ich Addition durchführen kann, ja, dann ist das tatsächlich der Typ von Plus. Dann habe ich die Polymorphie von A, vom Typ A, entsprechend genug eingeschränkt, dass ich sicher gehen kann, das sind Dinge, die ich tatsächlich addieren kann. Okay, oder hier, wie sieht der Typ von Print aus? Der Typ von Print nimmt mir irgendeinen Wert und macht dann eine I.O.-Aktion draus. Ja, über die haben wir noch nicht so genau gesprochen, aber die Intuition, unsere Intuition sagt, hey, so ein Wert vom Typ I.O.-Unit, ja, der kann dazu führen, ja, wenn GRCI ihn für mich vielleicht zum Beispiel irgendwie anzeigt, diesen Wert, der kann dazu führen, dass irgendein Seiteneffekt ausgelöst wird, zum Beispiel wird auf dem Terminal was ausgegeben. Ja, das gilt für beliebige Typen A, solange dieser Constraint hier gilt. Also ist die Beliebigkeit jetzt schon wieder so ein bisschen eingeschränkt. Die Klasse Show A, ja, hat eine Methode, die heißt Show, Show mit kleinem s. Und die Methode Show hat die Möglichkeit, einen Wert vom Typ A in einen String zu übersetzen. Okay? Also alle Typen A, für die ich irgendwie eine String-Repräsentation irgendwie herstellen kann, Show A sichert mir das zu, die kann ich tatsächlich auch ausdrucken. Da kann ich so eine I.O.-Aktion generieren, die mir auf dem Terminal irgendwie so einen String ausgibt. Es gibt einige Typen, die sind nicht Mitglied des Show-Clubs und auf die kann ich dann hier nicht Print anwenden. Okay? Der Typ ist zum Beispiel nicht Mitglied von Show. Okay? Es gibt keine allgemeine Funktion, die mir keine allgemeine Implementation, die mir jede beliebige Funktion irgendwie in den String repräsentiert. Also wenn ich jetzt umwandelt, wenn ich hier also damit herkomme, Sin, das ist, ja, Sinus, das ist eine Funktion. Darauf einen Print angewandt. Ja. Hier, das Argument hier, ja, ist von einem Typ, der leider nicht in Club Show, ja, nicht in der Instanz der Klasse Show ist, und schon bekomme ich eine entsprechende Fehlermeldung. Ja. Das ist eine Funktion vom Typ Double nach Double. Das ist so ein Funktionstyp, der ist leider nicht Mitglied in der Klasse Show, schon wird entsprechend gemeckert. Diese Meldung habt ihr hundertprozentig schon mal gesehen. Daher kommt das. Was haben wir noch? Zum Beispiel hier, ich kann mir nach der Signatur von Sort suchen. Okay, kommt eine ganze Menge Stuff raus, aber hier. Das ist die Signatur von Sort. Ja? Gib mir eine Liste von Dingen, dann gebe ich dir eine sortierte Liste von Dingen raus. Ja? Sieht super polymorph aus, die Polymorphie wird eingeschränkt mithilfe dieses Class-Constraints, ja, der sagt, ja, kann ich schon machen für dich. Die Dinge, die in der Liste stehen, die müssen bloß vergleichbar sein. Die muss ich irgendwie anordnen können. Okay? Daher kommt es zu diesem Class-Constraint. Komm, lass uns noch eine Sache machen, dann machen wir gleich Pause. Kennt ihr die Funktion hier noch? Warte mal, wo ist sie? Hier. Unsere age-of-Funktion. Mal kurz hier unten aufräumen, sonst guckt nur jeder da drauf. Alles klar. Ja. Kennt ihr noch die age-of-Funktion? Da gibt es mir einen Dictionary. Ein Dictionary von A-B-Werten, ja, Tupel, in dem vorne ein A steht und dahinter ein B-Wert, dann begebe ich mich auf die Suche nach einem bestimmten A-Wert und dann kann mir age of wahrscheinlich, wenn es denn gefunden wird, mit einem B-Wert antworten. Haben wir schon öfter jetzt benutzt. Okay, das war die Signatur, die wir dem Ding bisher irgendwie gegeben haben. Alles klar, aber wenn ich hier auf meinen Editor gucke, ja, und hier mit dem Cursor mal hingehe, dann sagt er, vielleicht ein bisschen klein, es tut mir leid, aber ich lese euch vor, hey, die Fehlermeldung sagt, hey, diese P-Werte, die du hier vergleichst, diese P und P', die sind vom Typ A, offensichtlich. Ja, das sind die hier, die Kollegen. Oder die hier, die vorne in den Tupeln drin stehen. Die sind vom Typ A. Die vergleichst du hier einfach mal locker lustig. Wer sagt dir, dass diese Ps vom Typ A, dass sie überhaupt vergleichbar sind? Ja. Das funktioniert nur für Werte des Typs A,
wenn A auch tatsächlich Mitglied in der EQ-Klasse ist. Okay. Der Typ hier oben, der ist zwar schön und gut, der ist aber zu polymorph. Okay. Das wird nur funktionuckeln, diese Implementation von age-of, wenn ich weiß, dass die A's auch tatsächlich vergleichbar sind mit Gleichheit. Und wenn ich den Typ so anreichere, dann wird die entsprechende Meckerei unter dem Vergleich irgendwie entfernt. Und jetzt ist das der korrekte Typ. Ja, das ist schon eine ziemlich polymorphe Funktion, bloß ja, weil ich so ein Lookup nach der ersten Tupelkomponente mache und mir so einen Vergleich hier irgendwie einhandle, müssen die Dinge auf jeden Fall in der Klasse EQ sein. Was wir jetzt hier übrigens am Wickel haben mit dieser age-of-Funktion, das ist jetzt super polymorph. Früher hatten wir irgendwie was mit persons und ages und sowas irgendwie am Wickel. Jetzt ist das Ding so polymorph, wie es einfach nur sein kann. Ja, das ist übrigens eine Funktion, die sehr, sehr sinnvoll ist und sehr, sehr häufig zum generellen Einsatz kommt. Die heißt dann bloß nicht age-of, die hat einen generischen Namen und ist schon in der Library von Haskell irgendwie verfügbar. Also komm, lass uns nochmal das Hugel anwerfen und dann werfen wir den Typ hier rein. Und, ja, und Dictionary ist leider unbekannt, aber der hier ist bekannt. Ich muss das Typsynonym an der Stelle auflösen. Das ist das Gleiche. Ja. Und dann begebe ich mich auf die Suche und dann sehe ich, hey, ja, da gibt es schon eine Funktion, die heißt Lookup. Die hat genau diesen Typ. Ja, die macht genau das, was age-of für uns macht sozusagen. Wir haben also was nachimplementiert, das jetzt so generisch ist. Ja, natürlich nicht zu generisch, EQA. Ja. Dass es so nützlich ist, dass es sich in der allgemeinen Library von Haskell sowieso schon drin findet. Das ist die Lookup-Funktion. Alles klar. Komm, lass mal an der Stelle Pause machen. Machen gleich weiter. 10 Minuten. Okay, komm, lass mal weitermachen. So, also, das sind Type-Classes. Ja? Wir werden gleich noch mehr Beispiele sehen, wir werden auch Type-Classes irgendwie selber zum Einsatz bringen. Bisher haben wir aber nur die EQ-Type-Class gesehen hier. Ja, die Gleichheit und Ungleichheit definiert für ihre Mitglieder. Ja, ich habe ja noch ein File mitgebracht, das uns einen Blick gibt auf ein paar andere Type-Classes, die es so gibt. Enum A. Ja, wenn ich als Typ A Mitglied der Klasse Enum bin, dann sind meine Werte aufzählbar. Ja, enumerate oder enumerable. Okay. Das sind die ganzen Methoden, die ich implementieren müsste, ja, wenn ich Mitglied von der Enum-Klasse sein will. Ja, wenn ich aufzählbar bin, dann gibt es sowas wie eine Successor- und eine Predecessor-Funktion. Dann kann ich nämlich auf meinen Werten jeweils den Nachfolger und den Vorgänger irgendwie bestimmen. Ja, die natürlichen Zahlen sind aufzählbar. Ja, ja. Mit dem Predecessor ist eine partielle Funktion dann, aber wenn ich die 42 bin, dann ist ganz klar, der Successor von 42 ist die 43. Okay. Ja, das ist das, was an Funktionalität in Enum drinsteckt. Dann hier sowas wie, hey, wenn du aufzählbar bist, dann kann ich mir so ein A geben, dann kannst du mir ja, deine Position in der Aufzählung, ja, bist du der Erste, der Zweite, der Tausendste und so weiter, kannst du mir ja diese Position in die Hand geben. Das ist das, was from Enum an der Stelle macht. To Enum ist die entsprechende Rückabbildung. Ja. Was befindet sich denn eigentlich an der Stelle 42? Ah ja, dieser A-Wert, das macht to Enum. Ja, und dann, wenn ich die habe, dann kann ich Funktionen definieren wie, oder hier, der hier zum Beispiel, ja, zähl mir mal alles auf zwischen diesen beiden Start- und Endwerten. Das gibt eine Liste von A-Werten. Ja. A, der Wert X, der Nachfolger von X, der Nachfolger von X und so weiter, bis ich den Endwert Y erreiche. Gott sei Dank muss ich diesen ganzen Zoo an Funktionen nicht implementieren. Ihr seht hier, in der Definition der Klasse steht sowas drin wie, hey, wenn du nur to enum und from enum implementierst, diese beiden Funktionen, die beiden hier, dann kann ich dir die ganzen anderen Funktionen daraus ableiten. Okay? Die haben also, alle anderen, außer to enum und from enum, haben Default-Definitionen, die Klasse schon mitbringt. Und die habe ich auch hier an der Stelle für euch mal aufgelistet. Ja, also die Successor-Funktion, ja, wenn das Einzige, was ich habe, from enum und to enum ist simpel implementiert. Ja, du gibst mir so einen A-Wert, den bilde ich sofort auf den Integer ab. Auf den Integer addiere ich 1 drauf. Ja, ja, und dann gehe ich wieder in die entsprechende Welt der A-Werte zurück. Mit dieser um 1 erhöhten Position, dann habe ich den Nachfolger bestimmt. Und das geht für den Predecessor ganz genauso. Ja, das geht hier zum Beispiel hier, das ist ein ganz netter Trick. Ja, du gibst mir zwei X- und Y-Werte vom Typ A, die sind aufzählbar, alles klar. Dann mappe ich die beiden auf ihre Position in der Aufzählung, das sind zwei Integers. Was für Integers diese Punkt-Punkt-Notation bedeutet, das wisst ihr. Ja, 42, 43, 44, 45, alles klar.
Okay, das ist eine Liste von Integers. Dann gehe ich mit map to enum darüber und mache aus den 42 bis 45 wieder 4 A-Werte. Und zwar die 4 A-Werte, die zwischen x und y liegen. Okay, und so funktionieren die ganzen anderen Definitionen hier an der Stelle auch. Bitte. Ja, unsere Wochentage waren doch auch Aufzählung, oder? Aber da hätten wir jetzt ja beispielsweise für den Sonntag keinen Successor mehr. Weil es ja, genau wie es bei natürlichen Zahlen keinen Predecessor für die 0 oder die 1, je nachdem wie du es definierst, geben würde. Das ist dann eine partielle Funktion, genau wie Head oder Tail partielle Funktionen auf Listen sind. Die führen zur Laufzeit zu einem Problem. Okay, das war die Enum-Klasse. Hier ist die Ord-Klasse. Lasst mal das hier an der Stelle gerade weg. Das haben wir nämlich an der Stelle noch nicht irgendwie erwähnt. Aber ja, das sind die Dinge, die anordnenbar sind. Okay? Ein Typ A, der anordnenbar ist, der hat diese Definition hier zur Verfügung. Ich kann die zum Beispiel mit kleiner, größer, gleich und so weiter vergleichen. Ich kann das Maximum und Minimum zweier Werte, A-Werte feststellen. Und es gibt auch sowas wie dieses Compare hier. Ihr seht, wie die Definition dieser Compare-Funktion hier unten aussieht. Ja? So eine Compare gibt mir ein Ordering zwischen den beiden A-Werten. Ordering hat genau, das ist so ein Aufzählungsdatentyp, genau wie so eine Wochentage, ja, der die Werte E, Q, L, T und G, T, also equal, less than und greater than irgendwie annehmen kann. Und das ist genau das, was hier an der Stelle irgendwie rauskommt. Okay, alles klar. Ja, es gibt Default-Definitionen für diese Funktionen, die sich jeweils auf die anderen Funktionen irgendwie beziehen. Ja, ihr seht die Definition von Max und Min, die man vielleicht irgendwie gewählt hätte. Oder ja, die entsprechenden Definitionen von kleiner gleich, wenn das Ganze, wenn mir nur Compare zur Verfügung steht, dann kann ich daraus kleiner gleich, gleich und die anderen irgendwie alle ableiten. Ja. Hier oben steht, die Minimal Complete Definition ist, entweder gibst du mir Compare und definierst mir das, dann kann ich daraus die ganzen anderen Kollegen hier ableiten, oder du definierst mir nur kleiner gleich. Also nur diese Relation hier, dann kann ich daraus Compare für dich ableiten und daraus den gesamten Rest. Okay, man sieht das hier auch tatsächlich. Hier ist die Definition von Compare, die bezieht sich eigentlich auf nichts anderes als auf das kleiner gleich. Wenn das definiert ist durch mich, ja, dann kann ich die ganze Definition von Compare schon durchziehen. Ich muss bloß hier, da kommt noch Gleichheit vor zwischen diesen beiden x- und y-Werten. Ja, kleiner gleich, und der in der Zeile drunter, den habe ich gerade implementiert. Ja. Damit ich Compare sozusagen implementieren kann, muss ich aber noch Gleichheit auf diesen x- und y-Werten irgendwie zur Verfügung haben. Das ist genau die Semantik von dem Ding hier oben. Ja. Ein Typ A kann anordnenbar sein unter der Voraussetzung, das ist so ein Class Constraint, unter der Voraussetzung, dass er auch schon auf Gleichheit vergleichbar ist. Dann weiß ich, auf den A-Werten kann ich auf jeden Fall schon mal die Gleichheitsoperation benutzen. Damit ist der hier nämlich auf einmal in Ordnung. Wenn du dann noch per Hand kleiner gleich definierst, dann habe ich Compare automatisch, und wenn ich Compare habe, habe ich den gesamten Rest. So kommt es zu diesen Minimal Complete Definitions hier an der Stelle. Okay, aber das ist die Semantik von einem Class Constraint hier in so einer Class Definition. Ja. Hey, du Typ A, du kannst schon anordnenbar sein, du musst bloß auch Equality unterstützen. Dann darfst du anordnenbar sein. Ja. Die Haskeller sagen, Ord A ist eine Teilklasse, eine Subklasse von EQA. Ein Typ A, für den ich Ord implementiert habe, von dem weiß ich implizit, dass auf dem auch EQ implementiert ist. Okay? Oder manche würden vielleicht sagen, aus der Welt der Programmiersprachen, irgendwie Ord erbt die Methoden von EQ oder sowas. Das wäre irgendwie dieses OO-Speak, ja, C++ und JavaSpeak und so weiter. Hier sprechen wir von Class-Constraints, die sich hier aus dieser Klassendefinition ergeben. Es gibt auch eine extra Folie dazu, die spricht genau darüber. Ja, das ist genau das, was wir hier gerade eben auf der Slide gesehen haben. Ihr seht, man kann das sogar generalisieren und sagen, hey, A kann schon Mitglied der Klasse C werden, unter der Voraussetzung, dass A vorher schon Mitglied von C1, C2 und so weiter war. Okay, also wenn ich dann A tatsächlich zur Instanz von C gemacht habe, ja, und damit dieser Constraint hier gilt, eigentlich gilt dann implizit das hier. Ja, das weiß ich. Ja. A ist Mitglied von C, okay. Das konnte nur der Fall sein, wenn A schon Mitglied von C1 und C2 war. Das könnte ich hier in so einem längeren Class Constraint irgendwie explizit machen. Muss ich aber nicht, das ist implizit klar, wenn die Class-Definition da oben so aussieht. Bedeutet natürlich, dass wenn ich mich auf die Definition der Methoden der Klasse C irgendwie stürze,
dass ich mich bei der Definition schon darauf verlassen kann, die A-Werte, die sind nicht ganz beliebig, ja, da kann ich mich schon auf die Methoden von C1 und C2 beziehen. Haben wir gerade hier gesehen. Ja. Hier, bei der Definition der Methoden von Ort kann ich mich an der Stelle schon darauf verlassen, dass EQA auch schon gilt und die Equality-Operationen zur Verfügung stehen. Genau das ist die Aussage, die ich an der Stelle machen wollte. Das ist auch genau das, was hier unten steht. Ja. Irgendwie jemand schreibt, Mensch, meine Funktion f, da kommen irgendwie Werte a drin vor, die müssen aber anordnbar sein, ansonsten macht f gar keinen Sinn. Wahrscheinlich ist f irgendwie so eine Art Vergleichsoperation oder sowas. In Wirklichkeit implizit ist der Typ von f der hier. Der ist sogar noch ein bisschen reicher. Ja? Ich weiß, wenn etwas a, wenn a anordnbar war, dann ist a auch vergleichbar. Dann kann ich mich in der Definition von f auch auf Gleichheit beziehen. Natürlich auf kleiner gleich, Ort A gibt mir den, und auf größer gleich und auf Compare und Max und so weiter, aber dadurch auch auf die Gleichheit hier. Das ist so, das gibt dann so ein, ja, so ein System, so ein verbundenes System von Typklassen. Ja, wird das, wie gesagt, selbst die Haskeller nennen das irgendwie Subclasses. C ist eine Unterklasse von C1 und C2 in diesem Beispiel. C auf den Werten, die zur Klasse C gehören, kann ich auch die Operationen aus C1 und C2 anwenden. Okay, hervorragend. Das ergibt dann so ein richtiges, ich hoffe, das ist groß genug, ihr könnt das hinten lesen, so ein richtiges System aus Klassen, so wie die voneinander irgendwie abhängen. Ja, hier oben sieht man diese EQ-Ort-Geschichte, die ich gerade irgendwie erwähnt habe. Ja, und der Pfeil hier bedeutet irgendwie, der hier ist Superklasse von... Ah, okay. EQ ist Superklasse von Ort oder Ort ist Subklasse oder untergeordnet von EQ. Ja, also Werte, die Mitglied von Ort sind, auf denen kann ich die EQ-Operation irgendwie auch durchführen. Hier unten unterhalb dieser Klassennamen seht ihr den Hinweis darauf, welche Typen denn tatsächlich schon diese Instanzen von diesen Typklassen sind. Ja, also bei EQ zum Beispiel steht All Except IO und Function, dieses Function-Arrow-Symbol. Ja, also hey, so gut wie alle Werte sind Mitglied der Klasse EQ, bloß Functions, wie ich vorhin gesagt habe, nicht. Ja, Funktionen sind irgendwie nicht irgendwie vergleichbar. Alles klar. Okay. Ja, hier, wenn ich hier diese Klassenhierarchie irgendwie absteige, dann weiß ich, die Dinge, die ich hier unten in dieser Klassenhierarchie sehe, die erben alle Operationen, die auch hier oben zur Verfügung stehen. Also solche Reals sind zum Beispiel anordnenbar und aber auch vergleichbar. Okay? Integrals, also ganzzahlige Werte sozusagen, die sind sogar noch reicher an Operationen, als die Reals sind. Wahrscheinlich gibt es hier sowas wie Modulo, Quad Quotient oder Remainder, die ich da unten implementieren kann in Integral. So wird das dann irgendwie so langsam angereichert. Integrals, hier, die Integrals sind aufzählbar, ja, während es andere so Real-Werte und so weiter an der Stelle nicht sind. Ja. Hier oben ist die Klasse Num, die ich schon erwähnt habe. Alle Kollegen hier in dem Bereich, die irgendwie so numerisch sind, die erben die grundlegenden Operationen der Klasse Num. Da ist sowas verdrahtet wie Plus und Mal und Minus. Okay? Also alle numerischen Werte, ganz spezifischen numerischen Werte, die sich hier unten irgendwie befinden, die sind tatsächlich, auf denen kann ich die Operationen Plus, Minus, Mal, die in Num beheimatet sind, irgendwie anwenden. Okay, ja, wir werden alle Klassen im Rahmen dieser Hierarchie, irgendwie im Rahmen dieser Vorlesung irgendwann mal besuchen. Die werden irgendwie alle mal zum Einsatz kommen. Okay. Man kann das irgendwie, diese Klassenhierarchie, die kann man in GHC auch schön sehen. Ja, du gibst mir irgendwie, welchen Beispiel wollte ich nehmen? Genau, du gibst mir den Namen einer Klasse. Und so wie so viele andere Dinge, ja, Typen zum Beispiel oder so, oder Konstruktoren, kann ich das in dieses Doppelpunkt-I-Kommando reinwerfen. Und dann werde ich von GHCI darüber informiert. Hier, das ist die Definition von der Integral-Klasse. Ja, das ist eine Subklasse von Real und Enums. Ja, also auf den Typen Integral A kann ich all das machen, was ich mit enumerierbaren Typen und mit Real, mit den Realzahlen machen kann. Und zusätzlich, ja, werden noch diese entsprechenden Methoden auf Integral A irgendwie definiert und hinzugefügt. Okay, also hier kann man irgendwie dieses hier, das ist ein Ausdruck von den beiden Pfeilen hier. Enum und Real sind jeweils Oberklassen von Integral. Okay, jetzt
Ja, jetzt kann man diese Typhierarchie, die so über die Zeit gewachsen ist, irgendwie anschauen und sich fragen, zum Beispiel, sorry, lass mich nochmal zurückgehen, sorry dafür, wieso ist Num eigentlich nicht Unterklasse von Ort? Ja, müssten nicht alle Zahlen irgendwie anordnenbar sein? Aber es gibt ein paar Zahlen da draußen, die komplexen Zahlen zum Beispiel, auf denen es keine Ordnung definiert. Ja, man möchte trotzdem, dass auf komplexen Zahlen numerische Operationen wie Addition und Subtraktion und so weiter funktionieren. Komplexe Zahlen sollen also Mitglied von Num sein dürfen, damit ich sowas wie Plus, Mal, also wirklich diese schönen arithmetischen Operationen auf komplexen Zahlen auch verwenden kann. Hätte ich aber Num Unterklasse von Ort gemacht, dann hätte das gleichzeitig bedeutet, ja, dann müssen nur die Mitglieder von Komplex auch anordnenbar sein. Und das ist nicht der Fall. Darum stehen die beiden hier an der Stelle so ein bisschen separat. Können wir mal kurz reingucken. Komplexe Zahlen stehen mir zur Verfügung, wenn ich tatsächlich das Modul dazu irgendwie einlade. Und dann kann ich hier in die Klasse Komplex mal reinschauen. Da kommt eine Menge Stuff. Aber hier, es gibt so eine Data-Definition für so einen algebraischen Datentyp. Komplex A. Okay, und den können wir schon sehen. Oh, der ist mit so zwei A-Komponenten versehen und dazwischen ist dieser komische Konstruktor mit Doppelpunkt Plus hier notiert. Ja, Konstruktoren in algebraischen Datentypen, die darf ich auch infix notieren, wenn sie bloß mit Doppelpunkt beginnen. Genau wie Const, der beginnt auch mit Doppelpunkt. Okay, also so eine komplexe Zahl besteht auch wie aus zwei Komponenten, aus Real- und Imaginärteil. Und wenn ich so eine komplexe Zahl konstruieren will, dann kann ich das mit so einem Doppelpunkt Plus hier machen. Lasst euch von dem Ausrufezeichen hier nicht ins Boxhorn jagen, ignoriert das an der Stelle. Das hat was mit sogenannter Striktheit zu tun, völlig irrelevant hier an der Stelle. Komm, das ist der Konstruktor für Werte des Typs Komplex A. Da ist es, das ist ein Komplex Double, ja, weil die einzelnen Komponenten hier doubled sind. Das ist 2,1 plus 3i sozusagen. So würde das als komplexe Zahl irgendwie zu lesen sein. Und wenn ich mich jetzt hier, nachdem ich das Module Data Complex eingeladen habe, wenn ich mich nochmal über die Typklasse Num informiere, dann sehe ich, es gilt der Constraint Num Komplex A. Meine komplexen Zahlen sind tatsächlich numerisch. Und die numerische Klasse verspricht mir, ich kann sowas wie Plus oder Minus verwenden auf ihren Mitgliedern, um damit Arithmetik zu machen. Das müsste also, weil das hier gilt, das müsste also auf meinen komplexen Zahlen irgendwie auch möglich sein. Also komm, nehmen wir so eine komplexe Zahl her, da ist eine. Und setzen wir mal in runden Klammern, brauchen wir. Und dann machen wir Arithmetik, ja, auf denen in dieser Form, 1,0, 4,0 oder 4,1, 5,5, egal, 4,2. Ja. Und das funktioniert dann auch, ja? Weil das die Mitglieder der Klasse Komplex sind, des Typs Komplex sind, der den Klassenconstraint Num erfüllt, kann ich darauf die Operation der Klasse Num anwenden. Okay? Aber die sind nicht Mitglied in Ort. Num erbt auch nicht von Ort, ist keine Subklasse von Ort. Damit ist sowas hier unmöglich. Was folgt jetzt für eine Fehlermeldung? Irgendwie no instance, ja, oder ja, hey Komplex, du bist nicht Mitglied der Klasse Ort. Darum kann ich dich nicht anordnen. Hier Komplex Double, du bist nicht Mitglied von Ort. Okay, alles klar. So hängt dieses Klassensystem irgendwie miteinander zusammen. So, jetzt können wir diese Vorlesung nicht beenden, ohne dass ich euch zeige, Mensch, wie verdammt mache ich denn jetzt einen Typ Mitglied von so einer Klasse? Bisher habe ich nur über die Klassen geredet und wie die zusammenhängen und so weiter und über die Class Constraints, aber ich habe euch noch nicht gesagt, wie mache ich jetzt einen Typ Mitglied von so einer Klasse? Das ist das Letzte, was wir heute jetzt noch besprechen werden. Das sind sogenannte Class Instances. Ja? Du gibst irgendeinen Typ, Typ T zum Beispiel, mach mal Typ T Mitglied der Klasse C. Das ist jetzt mein Ziel. Und wir hatten ganz am Anfang besprochen, was das bedeutet. Ja, T, dann gib mal Butter bei die Fische und implementiere die Methoden der Klasse C, und zwar jede einzelne. Es sei denn, du hast Glück und die Klassendefinition von C gibt dir ein paar Default-Definitionen in die Hand. Darum ist das die Syntax, die einen, glaube ich, irgendwie nicht verwundern sollte. Ich T wird irgendwie sowas sein wie Int oder String oder irgendein Typ, der uns irgendwie interessiert an der Stelle. Ich möchte Mitglied für C werden. Eintrittspreis, die Definition der Methoden aller N. Es sei denn, es gibt Default-Methoden, die ich irgendwie benutzen kann. Okay,
Sollte ich das hinbekommen, sollte ich tatsächlich hier diese Instance-Deklaration für meinen Typ T der Klasse C hinbekommen, ab jetzt gilt das hier. Ab jetzt ist dieser Class-Constraint hier erfüllt. Ah, EQInt gilt ab jetzt, weil du für den Int-Typ festgelegt hast, alles klar, das bedeutet Gleichheit. Oder hier, hier ist meine Instance-Definition für den Typ Boolean, also was hier Bool ist, ist hier oben das T und was hier C ist, ist hier das EQ. Ich, Bool, will auch Mitglied der Equality-Class werden. Ja, dann musst du Definitionen für Gleichheit und Ungleichheit angeben. Ungleichheit werden wir an der Stelle einfach aus der Default-Definition übernehmen. Das hier, das definiere ich hier explizit. Dass zwei Booleans, hier die beiden Kollegen, dass die miteinander zu vergleichen sind, ja, das kann ich so implementieren. Ja, also hier, guckt es euch an. Das hier ist nur dann true, wenn tatsächlich beide x und y true oder beide false sind. Ansonsten ist hier das Prädikat auf der rechten Seite nicht erfüllt. Das wäre meine oder eine mögliche Instance-Definition für Booleans. Muss ich Gott sei Dank nicht geben, wie hier auf dem Slide explizit. Die ist schon eingebaut in Haskell sozusagen. Ist nur ein Beispiel, ein einseitiges Beispiel auf der Slide hier. Macht das Sinn? Ungleichheit habe ich dann automatisch aus der Default-Definition geerbt. Komm, lass uns mal zwei Instance-Definitionen schreiben für andere Typen noch. Hier. Irgendwo ist hier ein To-Do, glaube ich. Ja, hier. Genau. Hier. Ich möchte Mitglied der Klasse EQ werden. Ich, dieser Typ hier, der Typ, der Tupel, in dem die erste Komponente A ist und die zweite Komponente B ist. Ja. Was bedeutet Gleichheit auf Tupel normalerweise? Ja. Okay, gib mir zwei Tupel, alles klar. Die sind genau dann gleich, wenn jeweils die ersten Komponenten und jeweils die beiden letzten Komponenten gleich sind. Das soll Gleichheit auf Tupel bedeuten. Hier, das müssen wir machen. Ja, du gibst mir zwei Werte dieses Typs. Okay, hier sind zwei solche Werte. Und für die muss ich definieren, was die Methode gleich, die Klassenmethode Gleichheit, was das bedeutet auf Tupeln. Was müsste hier rechts vom Punkt stehen? Tim, hau rein. Ja, also x1 ist gleich x2 und y1 ist gleich y2, aber das wird uns anschreien, weil A und B nicht garantiert vergleichbar sind, also auf Gleichheit. Das heißt, du musst noch die Instance oben erweitern. Okay, kommt gleich. Alles, was du gesagt hast, ist korrekt. Das, was hier jetzt steht, ist in Haskell verbalisiert, das, was wir eben gerade beschrieben haben. Hey, die ersten beiden Komponenten, x1, x2 und die zweiten Komponenten, y1 und y2, müssen jeweils gleich sein. Beides muss stimmen. Okay, aber was hier stattfindet, das ist Gleichheit auf dem Typ A, oder? Und was hier stattfindet, ist Gleichheit auf dem Typ B. Dieses Gleichgleich hier, das ist ein anderes Gleichgleich als das, das wir hier definieren. Hier findet keine Rekursion statt oder sowas. Das ist Overloading. Ja? Gleichgleich bedeutet auf verschiedenen Typen was Verschiedenes. Was es auf Tupeltypen bedeutet, das definieren wir hier gerade. Was es auf den Typen A und B bedeutet, wie wir es hier verwenden, das müssen die Typen A und B bitte selber beisteuern. Darum, das, was... ist diese Definition hier an der Stelle noch nicht komplett. Genau das, was Tim gerade eben gesagt hat. Unter der Voraussetzung, dass A und B schon vergleichbar sind, ja, kann ich auch Tupel von den beiden irgendwie miteinander vergleichen. So ist diese Instance-Definition jetzt komplett zu lesen. Okay, macht das irgendwie Sinn so? Okay, bis vielleicht ein bisschen viel Syntax mit Class und Instance und diesen Constraints und so weiter, aber es sind nur wenige Bausteine, Instance, Class und Constraint, die man irgendwie ineinander stecken muss, um hier die sinnvollen Definitionen zu erhalten. Komm, ein weiteres Stück Training hier unten. Was bedeutet es, Gleichheit auf Listen zu definieren? Ja, der Typ Liste von A für beliebige A, schauen wir gleich sozusagen, der soll bitte auch vergleichbar sein. Ja,
Was bedeutet es also? Die leere Liste ist gleich der leeren Liste, würde ich mal sagen. Eine nicht leere Liste kann nur gleich einer anderen nicht leeren Liste sein. Ja, wäre noch schöner. Dabei muss dann aber die beiden Kopfelemente, die müssen gleich sein. Und rekursiv, die Restlisten müssen dann auch noch gleich sein. Das wäre doch das, was man wahrscheinlich irgendwie sich denken würde. Also hier. Leere Liste ist gleich leerer Liste. Okay. Und dann gibt es noch den Fall, dass beide Listen nicht leer sind. Oh. Was ist los? Da kommen noch mehr gleich. Aber jetzt sieht es schon schöner aus, oder? Ja, okay. Definition? Bitte. Okay. Ist der Hammer, oder? Das ist Gleichheit auf welchem Typ? Das ist Gleichheit auf? Das ist Rekursion da an der Stelle. Ja? Ja, hier an der Stelle findet Rekursion statt. Wir definieren gerade die Gleichheit auf Liste von A. XS und YS sind Restlisten, das sind Listen von A. Hier hinten findet Rekursion statt. Hier vorne findet Gleichheit auf A statt und das ist nur dann in Ordnung, wenn wir das vorher auch fordern. Du kannst Listen, ja, Listen von A-Werten vergleichen, mache ich für dich, aber die A-Werte selber müssen schon mal untereinander vergleichbar sein. Okay. Was wir jetzt noch vergessen haben, ist der Fall, sollte die eine Liste leer sein und die andere Liste nicht leer, dann haben wir ein Thema, oder? Dann muss der Vergleich vor Ort ergeben. Also, in allen anderen Fällen gehen wir hier vor Ort zurück. Ja, überlegt euch die beiden oberen Fälle sozusagen, das sind die gesunden Fälle, in denen wir tatsächlich sinnvoll vergleichen können. Sollte irgendwie der eine leer und der andere nicht leer sein, dann fallen wir durch die beiden oberen Pattern-Matches durch, hier nach unten in die Zeile 58 und dann ist der Vergleich sofort an der Stelle gescheitert sozusagen. Können wir sofort aufgeben. Okay, aber hier, Overloading. Ja. Macht euch klar sozusagen, dass der hier zur Rekursion führt und anderen Gleichheit auf einem anderen Typ bedeutet als der hier. Okay. Also jetzt kann man irgendwie, glaube ich, nicht mehr bezweifeln, dass es sich tatsächlich hier um Overloading handelt. Und was wir jetzt gerade hier gemacht haben, so eine Instance zu definieren für Liste von A oder Tupel von A, unter der Voraussetzung, dass schon andere Klassenmitgliedschaften gelten, das habe ich jetzt auf der Slide einfach so gemacht, aber auf dem Editor einfach so gemacht, aber hier gibt es eine Slide dazu, die euch genau das erläutert sozusagen. Hey, ich Typ T mit meinen Komponenten T könnte zum Beispiel der Listenkonstruktor sein und A könnte irgendwie der Elementtyp der Listen sein. Aber ganz allgemein könnte das hier irgendein Typkonstruktor sein, der irgendwie noch verschiedene Argumente hat. Alles klar, ich möchte gerne Mitglied der Klasse C werden. Sagt diese Instance-Definition, können wir machen, kein Thema. Aber die Komponenten, du T selber oder auch deine Komponenten, ja, die müssen aber schon weitere Eigenschaften mit sich bringen. Methodenimplementationen, Klassenmitgliedschaften mit sich bringen. Die habe ich hier vorne alle aufgelistet. Unter der Voraussetzung kann ich für dich CTAB implementieren. Okay, hier ist ein Beispiel dafür. Ja, hier, kennt ihr den noch? Das waren unsere Listen, die gleichzeitig explizit mitgespeichert hatten. Hey, in meinen Listen sind irgendwie n Elemente gespeichert. Ja, hier, das waren diese Dinger hier. Die bestanden aus zwei Komponenten, aus einer Liste von Elementen und einem Integer hier vorne, der explizit gesagt hat, hey, hier sind L Elemente in der Liste drin. Das waren Sequences. Ja. Die würde ich gerne anzeigen lassen können, damit ich auf dem Terminal in meinem GRCI damit irgendwie interaktiv irgendwie umgehen kann. Ich würde also gerne das hier bauen. Ja. Sequences vom Typ A sollen bitte anzeigbar sein. Okay. Wenn ich das machen will, dann muss ich die Methoden der Klasse Show implementieren. Gibt ein paar, aber die minimal complete definition ist die Funktion show, die hatte ich mit dem kleinen s, die hatte ich vorhin schon erwähnt. Du gibst mir so einen a-Wert, oder in diesem Fall Sequence-a-Wert, ja, und ich mache daraus einen String für dich. Das ist die Aufgabe der show-Funktion. Ja, also du gibst mir hier so einen Wert, alles klar. Hier seht ihr den String, den show für uns daraus konstruiert. Das soll dann irgendwie hier, im Terminal soll das irgendwie so ausgeben.
Ja, da sind die Elemente zu sehen, die in der Liste drin sind, und vorne vor dem Strich hier explizit die Länge. So soll das, ja, dieser String, ein String dieser Form wird hier an der Stelle konstruiert. Und genau wie ich mich vorhin bei der Implementation von gleich-gleich darauf zurückgezogen, gleich-gleich auf Listen zum Beispiel zurückgezogen habe, dass ich aber auch schon die einzelnen Elemente der Liste mit gleich-gleich behandeln konnte, ist das bei der Show-Implementation nicht anders. Ich verlasse mich darauf, dass der Integer schon anzeigbar ist, ja, und dass auch diese Liste XS anzeigbar ist. Ich benutze nämlich einfach die Show-Instanzen dafür. L ist ein Integer, dass das hier gilt, dass Integer tatsächlich eine Instanz von Show ist, ja, das weiß ich. Ja, das ist Punkt vordefiniert in Haskell. Muss ich nicht explizit einfordern, dass ich den hier anzeigen lassen kann. Ja. Das ist eine Liste von A-Werten. Das funktioniert nur, wenn die A-Werte selber anzeigbar sind. Okay, könnt ihr schon denken. Gib mir mal eine Liste von diesen Foos aus. Ja, kein Problem. Eckige Klammer auf, die Foos mit Komma getrennt, eckige Klammer hinten zu. Kein Thema. Das funktioniert nur, wenn die einzelnen Foos selber in Strings umwandelbar sind, wenn die anzeigbar sind. Daher gibt es diesen entsprechenden Constraint, den ich davor gemacht habe. Kann mich im System darauf verlassen, als Haskeller weiß ich, dass diese Instanz für mich irgendwie vorgesehen wurde. Ja, wenn die Elemente anzeigbar sind, dann kann ich auch tatsächlich Listen davon anzeigen. Die Implementation, die gibt es schon. Ja, also wenn ich hier sicherstelle, sauber, die A's sind tatsächlich anzeigbar, dann kann ich hier auch Listen davon anzeigen, ganz hervorragend. Aber ich muss das fordern. Ich muss das fordern, dass die A's anzeigbar sind. Ansonsten habe ich hier ein Problem. Ansonsten kriege ich hier an der Stelle ein Problem. Okay, alles klar. Ich denke mal, das ist das, was ich dazu irgendwie erzählen wollte. Noch als Erinnerung, wenn euch diese Klassen irgendwie komisch vorkommen oder ihr euch irgendwie darüber informieren wollt, was da los ist, benutzt das Doppelpunkt I, um euch über die Definitionen der Klassen und auch die entsprechenden Methoden, die da zur Verfügung stehen, irgendwie zu informieren. Okay? Und ja, wenn ich weiß, dass zum Beispiel hier Integers sind Mitglied der Klasse Enum oder Chars sind Mitglied der Klasse Enum, das ist vielleicht noch interessanter. Wenn Char Mitglied der Klasse Enum ist, es gibt so eine Instance-Definition, dann muss ich auf Chars eigentlich from Enum anwenden können. Hier, Char ist Mitglied in der Klasse Enum. Also komm, from Enum A. Was würdet ihr erwarten, was rauskommt? Muss ja ein Integer rauskommen, das verspricht die Definition vom hier. Ja, wahrscheinlich irgendwie so ein ASCII- oder Unicode-Wert, kommt 65 bei raus. Okay. Was kommt hier raus? Was kommt da raus? Mal kurz den Typ von 2Enum anschauen. Wir machen gleich Schluss hier, aber hier ist der Typ von 2Enum. Gib mir einen Integer, 0 zum Beispiel, dann gebe ich dir einen A, etwas Aufzählbares. Aber welches A? Ja, 2Enum 0? Welches A? Oh, eine der coolsten Fehlermeldungen sozusagen. Ja. Du hast 2Enum benutzt, ja, aber die Typvariable A0, also das ist eigentlich das A, int nach A0 intern, ja, völlig unklar. Ist völlig unklar. Was wolltest du denn jetzt gerade aufgezählt haben sozusagen? Da müsste ich dann schon explizit sein und sagen, ja, ich meinte eigentlich den nullten Boolean oder was. Okay, ja, den könnte ich da an der Stelle, oder ich könnte auch den ersten Boolean, ist übrigens true sozusagen, ja, oder ich könnte auch den ersten Character anfordern. Ja. ToEnum wendet mir mit Integer in etwas Aufzählbares um. Das ist eine Polymorph-Funktion, ich muss irgendwie sagen, was soll denn hier aufgezählt werden, was kommt da raus? Ah, das hier, SOH ist glaube ich Start of Heading, das ist der ASCII-Character 1 sozusagen, den ich an der Stelle irgendwie mir habe generieren lassen. Ja, ich denke, jetzt sind meine Notizen hier vorbei, die Zeit ist um. Das ist eigentlich eigentlich sind meine Notizen noch nicht vorbei. Aber okay, macht nichts. Das sind noch irgendwie 10 Minuten Material, passt super für den nächsten Donnerstag.
jetzt genug Verwirrung mit Classes und Instances geschaffen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Haut rein. Das ist im nächsten Übungsblatt kommen algebraische Datentypen vor. Ich glaube, die sind, ja, genau. Und ich glaube, man soll für die auch irgendwie Instance, eine Show-Instance schreiben oder eine EQ-Instance schreiben und damit interessante Dinge tun, sozusagen. Damit dürfte es eigentlich ganz gutes Training sein an der Stelle. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, haut rein, bleibt gesund und wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder. Tschö.